Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Ja, heute wird es ganz spannend. Es geht nämlich um die Energiequalität im November und es geht um die weiße Welle. Ich werde also am Ende des Videos auch eine gechannelte Meditation für euch machen, damit wir da so richtig reinkommen in diese Energie und für uns Heilung geschehen kann. Die letzten Tage, so der Übergang von Oktober zu November, war ja geprägt von dem blauen Mond und hat sehr viel Reinigung gebracht. Also das, wer da sich eingelassen hat in diese Energien, konnte wirklich sein System reinigen und sich von vielen Lasten befreien, von vielen Energien befreien, die jetzt durch das Kollektiv, durch die vielen Sorgen und Zweifel und Ängste, die gerade so im Kollektiv sind, konnte man sich recht gut davon befreien lassen. Und jetzt für die erste Hälfte im November, da haben wir die weiße Welle, eine Energiewelle der Klarheit. Und das möchte ich gerne für euch channeln. Die geistige Welt hat mich also beauftragt, diese Energie nochmal durch meinen Channel zu verstärken und runterzubringen und euch auch bewusst zu machen, was man mit dieser Energiewelle alles erreichen kann. Und zwar werden wir dann nachher auf eine Bewusstseinsebene geführt, wo wir Zugang haben zu dem Punkt oder dem Thema, welches für uns in die Heilung führt oder welches als Heilung ansteht. Also es wird so eine gewisse Klarheit entstehen und diese Klarheit bringt uns dazu, zielgerichtet zu sein, geordneter zu sein in unseren Wünschen und Energien. Also die Ausrichtung wird eine richtig gute Klarheit haben. Die weiße Welle, die erste weiße Welle in diesem Monat ist also darauf ausgerichtet, uns darüber klar zu werden, was belastet mich noch, was steht an für die Heilung und wie kann ich das lösen. Also das sind so die Themen und dadurch entsteht dann auch eine Kommunikation mit deiner Seele, mit dir selbst und bringt dich in diesen Fluss der Zeit, denn wenn es dir also jetzt gelingt, und das denke ich doch mit meiner Meditation nachher, wirst du den Anschluss bekommen in den Fluss der Zeit und der wird dich tragen in der weißen Welle oder mit der weißen Welle. Und diese weiße Welle ist nichts Neues eigentlich, die ist sehr bekannt, auch sogar aus dem Maya-Kalender. Und man hat früher auch oft damit gearbeitet, aber in der Jetztzeit nicht so sehr. Und da sich ja sowieso etwas ändert auf der Erde, da ja sowieso Neues ansteht, ist es gut, sich von diesen alten Energien, alt steht jetzt hier für weise, für diese weißen Energien, die weiße Welle, das ist jetzt irgendwie das gleiche Wort, aber mit einer anderen Bedeutung oder vielleicht doch dergleichen. Es kann ja auch eine weiße Welle sein, wie die alten Weisen. Ein schönes Wortspiel, uns einfach von dieser Welle tragen zu lassen und dadurch vollkommen im Einklang mit der Erde zu sein und dadurch zu wachsen, also in unserem Energiesystem, in unserem Energiehaushalt zu wachsen und uns auszudehnen und natürlich heil zu werden. Das ist ja der Sinn eines spirituellen Menschen oder überhaupt das Ziel, immer heiler zu werden. Es könnte eigentlich das Ziel eines jeden Menschen sein. Und dafür die Energien zu nutzen, die vom Universum zur Verfügung gestellt werden. Und das ist ja gar nicht so schwer. Ihr habt ja mich und ich werde jetzt diese Energie einfach mal channeln, damit die euch zur Verfügung steht. Es fängt jetzt schon an, allein der Gedanke an das Channeling bringt mein Blut in Wallung sozusagen und ich sehe jetzt auch schon, wie sich die Luft bewegt. Also bevor ein Channeling beginnt, vibriert so die
die Atmosphäre oder die Luft um mich herum, weil dann die Energien anfangen, sich noch intensiver zu bewegen und dann, weil sie wissen, sie können dann gleich durch mich fließen und zu euch fließen und das ist jetzt schon so. Aber ich habe ja doch mir auch nochmal die Fülle hier hergestellt, weil einfach die Fülle das nochmal verstärkt und ich stehe einfach auf starke Energien, auf kräftige Energien. Wenn es jetzt einem zu stark wäre, ihr habt immer die Möglichkeit, die geistige Welt zu bitten, bitte für mich etwas weniger, passt die Energie für mich an. Das kann man tun. Aber erstmal ist es wichtig, also finde ich halt, dass die Energie so stark wie möglich übertragen wird. Ja, jetzt bin ich echt gespannt, wie diese Meditation wird, wie dieses Channeling wird, weil ich gebe mich ganz in den Fluss der Zeit. Ich werde mich vollkommen hingeben und das, was kommt, das wird dann schon richtig sein. Das ist mein Vertrauen und das macht auch ein Channel-Medium aus. Ich erzähle euch schnell noch mal eine kleine Geschichte. Es war vor langer Zeit mal das erste große spirituelle Treffen, was ich gegeben hatte, schon bestimmt 15 Jahre her ungefähr. Und das war das erste Mal, dass ich vor einer größeren Menge, meine ich hier 30 Leute, für mich war das damals viel. Und dann war das so eine halbe Stunde, bevor es losging, die ganzen Menschen sind reingekommen und ich stand dann so hinterm Vorhang und habe gedacht, oh Gott, ich weiß gar nicht, was ich channeln soll oder ich habe überhaupt keine Ahnung, was jetzt kommt und war schon sehr nervös, weil die Menschen sind ja gekommen und die wollten ja auch die neuesten Botschaften und alles hören und ich habe keine Ahnung gehabt, überhaupt keine Ahnung, was kommt und habe dann gedacht, ja gut, ich vertraue einfach, ich fange mal an. Und dann habe ich mich also hingesetzt und die haben alle zugehört und ich habe dann gechannelt, eins nach dem anderen und es war so ein toller Tag, der da ablief in vollster Harmonie mit der geistigen Welt und wundervollen Botschaften, die da gekommen sind. Und das meine ich damit, wenn ich sage, ich habe keine Ahnung, was kommt. Ich weiß es wirklich nicht. Und das ist halt, wenn du ein Channel-Medium sein möchtest oder bist, dann machst du dir darüber keinen Kopf, sondern sagst einfach, okay, ich folge dem Fluss der Zeit und es wird das gechannelt, was eben jetzt kommt. Natürlich verbinde ich mich mit in einem geschützten Raum mit der geistigen Welt und wähle dann auch aus, mit wem ich gerne channeln möchte. Das mache ich so in meinem Inneren und von daher ist das immer ganz sicher und es kommen die reinsten, klaren Channelings zustande. Ja, das war jetzt mal so ein kleiner Ausflug in mein Leben, wie mir das so ging am Anfang mit dem Channeln. Okay, ihr Lieben, dann würde ich jetzt gerne mal beginnen und die Energien, die hier so alle rumschwirren, ordnen und für euch da sein. Also, ich bitte um die Energie des Schutzes für mich und meinen Kanal. Und ich bitte um die Energie des Schutzes für dich, der du jetzt gerade zuhörst. Und ich bitte um die Energie des Schutzes für uns alle, für alle Menschen, die zuhören und diese Botschaft bekommen. Und ich bitte darum, dass die Botschaft zum allerhöchsten Wohle von uns allen sein wird. Nun beginne ich, meinen Kanal zu öffnen, nachdem ich mich noch innerlich vorbereite. Und ich danke den Energien, dass ich sie channeln darf. Ich danke den lichten Wesen,
die heute kommen, dass ich die Botschafterin sein darf. Einströmt die Energie der Engel der Zeit. Die Engel der Zeit ist eine Gruppe, welche heute zu dir spricht. Wir haben den Namen die Engel der Zeit, weil es in der geistigen Welt diese Art von Zeit nicht gibt. Und so mag es etwas verwirrend für dich sein, aber dennoch sprechen wir zu dir über die aktuelle Zeit und das, was für dich wichtig ist. Die Engel der Zeit sprechen immer dann über aktuelle Ereignisse, wenn dies für die Menschen und für die Erde wichtig ist. Und so sprechen wir heute das erste Mal durch Nirjana. Wir überbringen ein weißes Tuch des Friedens, ein goldenes Tuch der Seelenliebe und ein silbernes Tuch der Gedanken, der reinen Gedanken. Und diese drei Tücher werden sich nun zu einem Schal verbinden. Dieser Schal wird am Ende voller Energie sein und diesen Schal werden wir dir am Ende überreichen. Und jetzt möchten wir dich einstimmen auf die aktuelle Zeit. Und so bitten wir dich, ein innerliches Ja auszusprechen, denn dann können wir und dürfen wir für dich diesen Schal mit Energien auffüllen. Und so öffnet sich nun das Tor zu der Energie des weisen Windes. Es ist ein Tor in einer hohen Bewusstseinsebene der Weisheit und der Klarheit. Und durch dieses Tor strömt die Energie jetzt direkt zu dir. Sie strömt zu dir in deinen Raum und wenn du es erlaubst, in dein Herz. Die Engel der Zeit tragen sanft diese Energie zu dir. Der weise Wind wird nun in dein Bewusstsein genau die Stellen berühren, wo sich noch Unklarheiten und eventuelle Blockaden in dir befinden. Der weise Wind trägt dich auf die Bewusstseinsebene deiner Seele, denn dort kannst du besser fühlen und spüren. Und so strömt diese Energie zu dir ein. Sie trägt dich und sie liebt dich. Lasse dich nun tragen und empfange die Bilder, die Gefühle, die Situationen, welche dir gezeigt werden. Alles, was du wahrnimmst, sind Dinge, die deiner Wirklichkeit entsprechen.
und die Situationen, die Bilder oder die Gefühle, die du empfängst, sind Hinweise auf die Dinge in deinem Leben, welche Unterstützung benötigen. Die Energie des weißen Windes bringt dir Klarheit. Und so lasse nun die Energien für dich wirken und lasse dich von den Tönen der Wirklichkeit tragen. Öffne deine Seele und öffne dein Herz. Du hast nun ein wenig Zeit dafür. Die Engel der Zeit tragen dich auf deine gedankliche Schöpfungsebene. Spüre, dass du der Schöpfer deines Lebens bist. Empfange deine Visionen. Empfange deine Klarheit für das, was wichtig für dich in diesem Leben ist. Und erkenne auch gleichzeitig deine Göttlichkeit. Gottes Atem fließt jetzt in diesem Moment zu dir. Der göttliche Atem bringt dir Inspiration, er bringt dir Klarheit und so lasse zu, dass diese Energien dich erreichen. Spüre deinen Atem und deine Kraft. Spüre, wie sich dein Atem mit dem weisen Wind verbindet und du vollkommen an den Fluss der Zeit angeschlossen wirst. Spüre eine Reinigung deiner Gedanken. Spüre die Klarheit deiner Gedanken und Visionen. Das, was du wahrnimmst und fühlst, kann Wirklichkeit werden. Denn ein Gedanke ist ein Wort. Und wenn du dieses Wort aussprichst, kann es in die Tat umgesetzt werden. Und so lasse den weisen Wind für dich wirken. Spüre die Kraft des göttlichen Atems. Spüre die Kraft deiner Worte und deiner Gedanken. Vollkommene Liebe umgibt dich. Vollkommene Hingabe lädt dich ein, dich einfach fallen zu lassen und zu vertrauen, dass alles, was geschieht, der göttlichen Ordnung entspricht. Der göttliche Atem ist dein Schutz und deine Verbindung zu deiner eigenen Göttlichkeit. Zu deinem Erwachen. Der göttliche Atem ist das,
was dir Klarheit bringt, was dich erkennen lässt, wer du bist. Die Engel der Zeit, sie beobachten, dass alles gut und richtig geschieht und dass alle Energien zu deinem allerhöchsten Wohle fließen. Sie singen Smarana und sie singen: Wir sind die Liebe, wir sind das Licht. Und nun überreichen sie dir diesen wunderschönen Schal, in Silber, Gold und Weiß geknüpft, extra für dich in feinen Fäden. Und wenn du diesen Schal genau betrachtest, dann siehst du, dass die Engel deinen Namen in diesen Schal hineingeknüpft haben. So lege ihn dir um, es ist dein energetischer Schal, welcher dich immer daran erinnert, wer du in Wirklichkeit bist, welcher dich fühlen lässt, dass Gottes Liebe bei dir ist. Und nun verabschieden sich die Engel der Zeit mit einem Lächeln, denn sie wissen, dass du reich beschenkt wurdest und dass dir Gutes geschah. Und du kommst in deiner eigenen Geschwindigkeit wieder in das Hier und Jetzt zurück. Du fühlst den Boden unter deinen Füßen, bewegst deine Hände und schaust mich an. Ja, dieser Schal, ich habe ihn um, energetisch. Wunderschön, wunderschön sieht er aus. Er glitzert und glänzt und dann ist der Name noch da drin. Hui, ich soll euch sagen, dass es, wenn ihr möchtet, ganz gut ist, die Meditation zu wiederholen, also das Channeling von den Engeln der Zeit, ruhig öfters zu wiederholen, um noch tiefer sich mit dem weißen Wind zu verbinden, um noch klarer hier oben in den Gedanken zu werden und einfach die Unterstützung vom Fluss der Zeit richtig dolle genießen zu können. Ja, eine wunderschöne Botschaft und ich sage einfach, genießt es und erinnert euch immer wieder daran, dass die göttliche Liebe bei euch ist. In diesem Sinne bekommt ihr jetzt noch ein Küsschen und ich sage euch auch, ich habe euch so lieb, so, so, so lieb und es ist so schön, dass ich das alles machen darf. Küsschen und bis zum nächsten Mal. Bye bye.